herzlich willkommen zu unserem Fachvortrag. Heute das zweite Mal in unserer Reihe. Heute geht es um das Thema Naturschutzkriminalität, die illegale Verfolgung hochbedrohter Arten. Und wir freuen uns sehr, dass der Andreas von Lindeiner, Dr. Andreas von Lindeiner, unser Landesfachbeauftragter, zugesagt hat, uns dazu zu berichten. Es ist ja auch das Schwerpunktthema unseres aktuellen Mitgliedermagazins. Und er wird ein bisschen vertiefend darauf eingehen. Und teilweise, denke ich, nicht so schöne Informationen und Bilder auch uns zeigen. Kurze Vorstellung zum Andreas von Lindeiner. Viele von Ihnen kennen ihn sicher. Geboren ist er 1961 in Hamburg, hat Biologie studiert in Aachen und Tübingen, hat seine Dissertation verfasst zur Populationsökologie einheimischer Kleinmolche und ist seit 1993 beim RBV zunächst als Artenschutzreferent, stellvertretender Geschäftsführer und seit 2019 als Landesfachbeauftragter. Bereits seit 2008 ist er Präsident des Deutschen Rates für Vogelschutz. Ja, vielen Dank, Andreas. Und du hältst uns jetzt einen Vortrag, der wird ca. 40 bis 45 Minuten dauern. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie sind quasi nicht sichtbar für uns und auch nicht hörbar. Sie können jederzeit etwas in den Chat schreiben. Da müsste ein Sprechblasensymbol unten für Sie sichtbar sein. Und wir bitten Sie auch, Ihre Fragen, denn im Anschluss an den Vortrag beantwortet Andreas von Lindeiner gerne noch Fragen. Schreiben Sie die einfach dort hinein und dann werden die am Ende behandelt. Der Vortrag wird 40, 45 Minuten ungefähr dauern und dann, wie gesagt, ist Raum für Ihre Fragen. Und ich freue mich, der Andreas ist bereit und ich übergebe das Wort. Ja, vielen Dank, Anke, für die Vorstellung und für die Einführung. Ich hoffe, man sieht es jetzt, was ich da zu erzählen habe. Ich mache das ja auch zum ersten Mal, einen Vortrag ohne Publikum. Das ist etwas ungewohnt, aber ich hoffe, dass Sie tatsächlich alles sehen können, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Ich freue mich auf die Fragen, über das Interesse, über ein Thema, was ja nicht ganz so viele angenehme Aspekte beinhaltet, gleichwohl aber viele Emotionen weckt. Und ich werde Ihnen zeigen, worüber ich sprechen möchte. Es geht natürlich zunächst erstmal um die betroffenen Arten, dann die aktuelle Situation. Welche Motivation treibt die Täter denn eigentlich an? Einige Fallbeispiele, Wünsche, die wir an die Polizei haben. Und dann möchte ich Ihnen gerne auch unsere neue Homepage vorstellen. Ja, welche Arten betrifft es? Vielleicht sollte ich anfangen, bevor ich mit den Arten anfange. In der unteren Zeile sehen Sie, wer beteiligt ist, nämlich der LBV in enger Zusammenarbeit mit der Gregor-Louis-Soder Umweltstiftung. Wir haben ja ein partnerschaftliches Projekt und ich glaube zu wissen, dass die Kollegin Franziska Bauer auch im Publikum ist und möglicherweise auch ergänzende Kommentare hat, denn sie ist ganz maßgeblich an dem Projekt beteiligt. Aber nun zu den Arten. Welche Arten betrifft es? Wir haben es hier zum Beispiel mit dem Uhu zu tun, der in manchen Fällen entweder vergiftet oder geschossen wurde. Der Mäusebussard ist ein ganz häufiges Opfer. Auch der Habicht, allerdings weniger durch Vergiftung betroffen, vielmehr durch Abschuss oder Fang. Denn der Rotmilan als Aasfresser sehr oft betroffen. Schließlich geht es aber auch oft gegen den Biber, gegen den Fischotter. Zunehmend, die Art breitet sich ja mittlerweile doch schön aus nach Süden und auch zum Teil nach Westen. In Bayern hat ungefähr ein Drittel des Landes besetzt und es gibt mittlerweile sogar schon Allgemeinverfügungen in der Oberpfalz zur Vergrämung, sprich auch zum Wegfang von männlichen Fischottern. Und ein ganz großer Aufreger sind natürlich die Fälle, die den Luchs betreffen. Um mal zu zeigen, welche Vogelarten in Deutschland betroffen sind, Sie haben ja einige schon auf den Fotos gesehen, sieht man, dass eben ganz oben aasfressende Arten stehen, wie der Mäusebussard oder auch der Rotmilan. Den habe ich erwähnt als ein Opfer von Fallenfängen oder von Abschüssen, der vielen Taubenzüchtern oder auch Geflügelzüchtern ein echter Dorn im Auge ist.
und viele andere Arten bekommen hin und wieder auch einen mit sozusagen, werden vielleicht auch gar nicht speziell anvisiert, aber sind häufig genug auch Opfer dieser Täter. Wann passiert diese Verfolgung? Ganz oft während der Zugzeit und der beginnenden Brutzeit, also März, April, hatten wir tatsächlich auch einige Schwerpunkte der Fälle. Ich werde Ihnen nachher auch aktuelle Beispiele zeigen, was da passiert ist. Wir haben zu dieser Zeit, zumindest in Jahren, wo es einen normalen Winter gibt, zunächst artspezifische Winterverluste, die hoch ausfallen können, und dann den Brutbeginn bei einigen Arten. Das heißt also, Tiere, die jetzt verloren gehen, sind im Regelfall im Brutgeschäft, und damit fällt im Normalfall dann auch die gesamte Brut aus. Was hatten wir in Bayern an Verlusten in den Jahren 2010 bis 2014? Da sieht man, das ist vergleichbar der Verteilung in Deutschland, also eben Mäusebussard und Rotmilan als große Opfer, was die Vogelarten angeht. In 2019 hatten wir circa 20 Fälle, und ich möchte da mal kurz durchgehen, damit Sie sich das einfach mal anschauen können, was da passiert ist. Sie sehen also diverse Vogelarten wie Bussard, tatsächlich auch Stare, Rotmilan, Rohrweihe, Keulgraben, ein Baumfalke und so weiter. Und wenn Sie ganz rechts in die Ursachentabelle schauen oder Spalte schauen, dann sehen Sie, in den meisten Fällen ist das Gift Carbofuran zum Einsatz gekommen, ein Insektizid, das seit 2007 in der gesamten EU verboten ist, einzusetzen. Wir können es allerdings heute, wenn Sie möchten, noch in China bestellen auf einer deutschsprachigen Homepage. Aber wir wissen durch Auskünfte der Universität in München von dem Toxikologen Professor Ammer, dass dieser Wirkstoff Carbofuran oder dieses Produkt sich über Jahrzehnte teilweise bei entsprechender Lagerung hält und deswegen mit Sicherheit jetzt auch noch viele Altbestände zum Einsatz kommen. Aber wenn Sie sich zum Beispiel den oberen Bereich anschauen im Landkreis Cham, wo wir Anfang letzten Jahres eine ganze Menge Fälle hatten, da sind offensichtlich an einen Köder auch Stare drangegangen, denn ein ganzer Starenschwarm vergiftet sich normalerweise nicht. Und diese Vögel wurden dann alle untersucht und waren eben alle auch an Carbofuran gestorben. Wir hatten einen Baumfalken, der abgeschossen worden war im Landkreis Deggendorf. Man fragt sich, wer schießt einen Baumfalken, der eigentlich überwiegend Insekten jagt und eigentlich keine Schäden anrichtet. Das muss eigentlich aus Lust und Tollerei gewesen sein, ist deswegen aber nicht weniger verwerflich als alle anderen Fälle, die in der Regel ja auch ein Motiv hatten. Wir hatten weitere Vergiftungsfälle im Altmühltal, dann auch im Landkreis Pfaffenhofen oder den Fall zeige ich nachher auch noch mit dem Bild im Landkreis Dienau, im Landkreis Regensburg bei Dienau und so weiter. Also es sind diverse Fälle, wo eben der Rotmilan offensichtlich einen Giftköder gefressen hat und entsprechend verendet ist. Die Fälle sind alle bei der Polizei angezeigt worden und werden dort mit einem entsprechenden Aktenzeichen verfolgt. Es ist in keinem Fall zu einer Ergreifung der Täter gekommen. Das ist etwas ernüchternd und da müssen wir dran arbeiten. Da kommen wir dann noch zu. Wir hatten einen ganz üblen Fall auch im letzten Jahr mit einem toten Luchs, der aufgefunden worden ist. Dieser junge Luchs ist offensichtlich verhungert, als er nicht mehr von seiner Mutter mitversorgt worden ist, weil eine Vorschädigung vorlag, die circa ein halbes Jahr alt war. Wie heißt es so schön, der Bewegungsapparat des Tiers war irreversibel geschädigt, heißt, dieser Luchs war nicht mehr in der Lage, selbstständig zu jagen und ist daran dann nachträglich verendet. Und das ist natürlich sehr schwierig, hier irgendwelche Täter zu finden. Gleichwohl versucht die Polizei ihr Bestes, ist es aber nicht in der Lage, die war nicht in der Lage, hier zum Erfolg zu kommen. Zu dem anderen Verfahren, zum Luchsjäger oder Wilderer, kommen wir gleich noch. Was haben wir in diesem Jahr 2020 bereits? Und Sie sehen auch schon eine stattliche Anzahl von Fällen. Mehrfach sind Habichtfallen mit lebenden Ködern gefunden worden, eine Taube oder hier unten in Alesheim im Altmühltal vor 2,5 Wochen eine Falle mit einer lebenden Elster. Weitere Elstern lagen tot im Gebüsch und oder hinter der Scheune. Da ist die Polizei am Ermitteln.
Wir hatten mehrere Fälle von wieder Rotmilan und Mäusebussard, aber es wurde durchaus auch im Landkreis Neumarkt ein Biberdamm illegal beseitigt. Auch das ist ein Naturschutzdelikt. Und am 1.4. hatten wir einen ganz interessanten Fall eines Ködereis, das sah aus wie ein gefärbtes Osterei in Pink. Dieses Ei wurde von einer Spaziergängerin mit Hunden gefunden, die dieses Gift aus einem Fall aus ihrem Urlaub in Spanien kannte und deswegen die Polizei informiert hat. Die Polizei war sehr zurückhaltend, um das mal so auszudrücken, mit ihren Ermittlungen. Und musste erst durch Nachdruck, den wir über das Polizeipräsidium ausgeübt haben, dazu gebracht werden, dieses Ei auch untersuchen zu lassen über das Landeskriminalamt. Und dieses Ei war tatsächlich, und das hat sich erst vor wenigen Tagen herausgestellt, mit Carbofuran vergiftet. Ein ganz besonders perfider Fall kurz vor Ostern, wenn Eier in der freien Feld vorliegen und dann mit einer solchen Färbung ist das durchaus für Kinder auch sehr gefährlich. Und deswegen haben wir auch jeweils Pressemitteilung rausgelassen, weil eben auch Vergiftungsgefahr als Kontaktgift für Kinder oder eben auch Hunde und andere Haustiere besteht. Da ist überhaupt nicht mit zu spaßen. Die Polizei ist mittlerweile völlig anders drauf dort in der Nähe von Landshut. Und wir sind ja natürlich bestrebt, alle Polizeiinspektionen, die damit zu tun haben, entsprechend auch zu beraten. Und die in Vilsbiburg, die hier betroffen war, hat sich dann auch beraten lassen nachher. Ja, wir haben einen Fall, der Ende April in Günzburg bzw. bei Günzburg gefunden wurde. Ein Kollege von der AG Donaumoos hat beobachtet, wie ein Storch noch dreimal ein Salto schlug und dann auf dem Rücken lag, dreimal gezuckt hat und gestorben ist. Und es besteht der große Verdacht, dass dieser Storch auch vergiftet wurde. Er ist mittlerweile eingeschickt worden an die LMU in München, wo eben das Toxikologielabor jetzt die Untersuchungen vornimmt und uns hoffentlich in Kürze dann bestätigen wird, woran dieser Vogel gestorben ist. Einen ganz heftigen Fall haben wir auch gerade im Allgäu. Eine große Schlagfalle mit solchen Zähnen wurde dort an einem Teich gefunden, mit einem Fisch beködert. Der Finder hat diese Falle ausgelöst, damit sie keinen Schaden anrichtet. Fallen dürfen in der Form überhaupt nicht hingelegt werden. Die müssen alle verblendet sein, dass sie ja nicht irgendwie jemanden zu Schaden bringen. Und es ist davon auszugehen, dass diese Falle gegen einen Graureiher gerichtet war, der sich, wenn er dort eben den Fisch versucht zu entfernen, garantiert so schwer verletzt, weil ihm die Falle den Schnabel zerschlägt, dass er entweder vor Ort sofort verendet oder eben elendiglich verhungern muss, weil er mit diesem Schnabel ja auch keine Fische mehr oder keine Beute mehr jagen kann. Also das sind die Fälle, die wir gerade verfolgen. Interessant war auch der Fall, den wir bei Wendelstein, Landkreis Roth hatten. Dort hatte sich am Wochenende ein Hund vergiftet. Kurz darauf wurden Greifvögel gefunden von einem Bürger, der den Förster informiert hat. Wiederum hat der die Polizei geholt. Die Polizei hat sich darum gekümmert. Kurz darauf wurden noch zwei Greife gefunden. Und dort hat sich tatsächlich die Kripo eingeschaltet und hat mir dann auch berichtet, ermittelnde Beamte sagt, normalerweise ermittelt er in Mordfällen. Also das sind dann schon auch gewichtige Ermittlungen, die da gemacht werden. Und wir hoffen eben, dass es dann irgendwann doch auch mal dazu führt, dass wir Täter überführen können, um sie dann auch vor Gericht zu stellen. Diese betroffenen Arten sind im Regelfall durch das Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützte Arten geschützt und dürfen eben überhaupt nicht gejagt oder vergrämt werden, es sei denn durch Ausnahmeverordnungen. Es gibt auch eine EU-Artenschutzverordnung, der diese Tiere unterliegen. Wenn man diese Arten fängt oder tötet, könnte ein Verstoß mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Oftmals natürlich auch nur eine Geldstrafe, aber das ist das Höchstmaß, was dann möglich ist. Es ist also tatsächlich keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine echte Straftat. In vielen Fällen, wie gerade zum Beispiel auch bei der Schlagfalle in Schwaben berichtet, ist das Tierschutzgesetz auch relevant und einschlägig. Diese Greifvögel, die da oftmals gefangen oder getötet wurden, dürfen in Deutschland auch nicht vermarktet werden.
Und sie unterliegen auch dem Jagdrecht, haben allerdings eine ganzjährige Schonzeit. Und wenn diese Tiere gefangen oder getötet werden ohne Genehmigung, ist das ein Verstoß gegen das Bundesjagdgesetz. Also man sieht eine ganze Menge an rechtlichen Grundlagen, die hier betroffen sind und die dann jeweils auch einzeln überprüft werden, wenn solche Fälle, in solchen Fällen ermittelt wird. Was für eine Motivation haben nun solche Täter? Es ist davon auszugehen, dass vielfach auch die Konkurrenz um die Jagdbeute eine Rolle spielt. Wir wissen, dass viele Jäger, die in Luchsgebieten leben, beispielsweise in Ostbayern, im Bayerischen Wald, den Luchsen tatsächlich die Rehe neiden, die diese erbeuten. Und in vielen Gebieten, wo es keinen Luchs gibt, aber Niederwild, gehen Jäger oftmals davon aus, dass eben Greifvögel oder auch Füchse ihnen, in Anführungszeichen ihnen, die Hasen wegschnappen oder die Fasane oder die Rebhühner, die sie selber erbeuten wollten. Sehr oft sind es aber auch Halter von Haus- und Nutztieren, insbesondere von Geflügel oder Tauben, die sich glauben, selber helfen zu müssen gegen Übergriffe. Oftmals dürfte es sich bei diesen Vergiftungen auch um unbeabsichtigten Beifang handeln, beispielsweise bei den Staren. In der Regel wird kaum einer, es sei denn, er ist Kirschenzüchter, versuchen, Stare zu vergiften. Manchmal könnte es auch sein, dass die Trophäenjagd eine Rolle spielt, das ist aber eher untergeordnet. Manche Leute haben möglicherweise auch einen Spaß dran, Tiere zu quälen. Also wir haben durchaus in früheren Jahren schon heftige Sachen gefunden, wie zum Beispiel geschärfte Sensenklingen, die mit der Klinge nach oben in Bäumen aufgehängt worden sind, dass sich Tiere draufsetzen und so weiter. Also das sind Dinge, die einfach offensichtlich nur mit Tierquälerei zu tun haben. In manchen Fällen ist es tatsächlich auch, um uns zu provozieren, weil man einen Hass auch gegen Naturschützer entwickelt hat. Und wir wissen, dass zum Beispiel in Fällen von Infrastrukturprojekten oder auch Windkraftprojekten durchaus auch schon einige Fälle vorgekommen sind, wo man Nester, streng geschützte Arten entfernt hat, um eben hier ein Planungshindernis zu beseitigen. Früher war auch die Motivation, das ist mittlerweile deutlich zurückgegangen, dass man Falken oder Habichte ausgehorstet hat, um sie zur Balzjagd abzurichten. Das wird aber zunehmend weniger. Zu meiner Anfangszeit in den 90er Jahren haben wir durchaus noch jedes Jahr einige Wanderfalkenhorste bewacht, wo eben besonders oft solche Entnahmen erfolgt sind. Die häufigste Greifvogelverfolgungsmethode, die wir zumindest mitbekommen, ist die Vergiftung. Oftmals werden da Schlachtabfälle, wie schon berichtet, Eier, tote Hasen, Kaninchen oder Geflügel ausgelegt, häufig auch Tauben und dann mit dem Gift präpariert. Also die werden oft geöffnet und dann das Gift dort drin ausgebracht. Es finden allerdings häufig genug auch im Umfeld von Siedlungen herumlaufende Katzen und Hunde, aber eben auch Reiher und Marder durch ausgelegte Giftköder den Tod, dann ist natürlich die Emotion groß, gerade wenn eben Hunde sich daran vergiften. Ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen, die ausgesprochen sauer waren, weil sie den Köder zum Glück noch rechtzeitig gefunden haben. Andere haben aber erst gemerkt, als ihr Hund sich vergiftet hatte, dass da ein Giftköder gelegen hatte. Wie erkennt man Vergiftungen? Meistens liegen solche Köder auf Äckern und Brachflächen. Im Regelfall sind es Insektizide, die sehr stark wirksam sind, eben nicht nur für Insekten, sondern eben auch für Warmblüter. Also solche Giftstoffe können, wie in dem einen Fall von berichtet aus Spanien, zum Beispiel durchaus 30 Hunde töten auf einen Schlag. Also das ist in kleineren Mengen schon sehr, sehr wirksam. Im Normalfall wirken die als Nervengifte und die vergifteten Tiere sterben an Herz- und Kreislaufversagen. Es gibt noch weitere Giftstoffe, die bei uns bisher, zumindest aktuell, kaum mehr eine Rolle spielen, Strychnin oder Zinkphosphat. Sind alles Stoffe, die schon verwendet worden sind, aber im Moment keine größere Rolle spielen. Und wenn Sie sich hier anschauen, wie sowas aussieht, da ist zum Beispiel dann ein Giftköder mit Federn ausgelegt worden. Das Fleisch wird dann hier mit dem Giftstoff präpariert. Und das sieht natürlich schon sehr attraktiv für Aasfresser aus. Man sieht die Federn von Weitem und wird dadurch eben angelockt. Oder hier einige Eier. Und Sie sehen hier oben das Ei, was in Landshut am 1.4. gefunden wurde. Mit dieser Färbung, diesem Rosaton,
Das ist also durchaus eine übliche Eierfarbe, auch bei Ostereierfärbung. Die hier rechts sieht man das Innere von dem Ei heraus. Das ist leicht so granuliert oder körnig. Der Professor Ammer von der LMU in München hat, als er das Bild gesehen hat, gemeint, diesen Fund bräuchte ich gar nicht analysieren. Da sehe ich von vornherein, dass es Carbofuran ist, und das hat sich dann ja auch unlängst bestätigt. Ja, was man oft findet, ist dann hier zum Beispiel ein Mäusebussard, der sich an einem toten Hasen vergiftet hat. Man sieht hier in dem geöffneten Kadaver eben auch diese schwarze oder dunkelblaue Färbung. Das deutet eben auf diesen Giftstoff hin. Man sieht bei den vergifteten Vögeln oftmals, dass die sehr verkrampfte Fänge haben oder dass im Schnabel noch Nahrungsreste sind. Die Vögel sind quasi auf der Stelle gestorben. Also Kopf und Schnabel anschauen, aber eben nicht mit bloßen Fingern anfassen. Sie sehen, derjenige, der da hier den Schnabel öffnet, hat Handschuhe an. Einen solchen Kadaver bitte immer nur mit Handschuhen anfassen. Das ist ganz wichtig, damit man sich nicht selbst schädigt. Ja, und hier sieht man nochmal in einer Großaufnahme dieses Granulat, dieses Giftstoffes, das hier großflächig auf die Wunde bei diesem toten Hasen ausgebracht worden ist. Daran vergiftet sich dann eben dieser Beutegreifer. Wie erkennt man, dass eine Vergiftung vorliegt, wenn man keine Köder findet? Oftmals liegen dann mehrere tote Vögel auf engstem Raum. Die Färbung hatte ich schon erwähnt, blau oder blau-violett oder pinkfarben, ist also sehr deutlich zu sehen. Meistens diese Nahrungsreste im Schnabel. Auch dieser merkwürdige chemische Geruch kann ein Indiz sein. Die verkrampften Fänge habe ich gerade erwähnt und die Schnabelschleimhaut kann auch verfärbt sein. Also irgendwelche Indizien wird man immer erkennen, wenn man eben mit einer Vergiftung zu tun hat. Der Fang mit Fallen, mit einem Habichts, also ein Habichtskorb nennt man sowas, ist in der Regel, dass ein Netz aufgespannt wird oder eine Falle geöffnet wird mit einem Deckel, die dann mit einem Fleisch oder mit einem lebenden Lockvogel beködert werden. Und dann klappen die Bügel über dem Greif zusammen. In der Regel ist dann oftmals ein Habicht. Und solche Fallen haben wir durchaus zum Beispiel auch in der Nähe von Hippolstein schon mit der Polizei gefunden. Das ist meistens dann in der Nähe von Hühnerhöfen oder von Taubenstellen. Man sieht hier einen Habicht-Fangkorb geöffnet und hier unten drunter wird dann die Taube oder der Köder eingesetzt. Und so sieht ein ausgelöster Habicht-Fangkorb dann aus, wenn der Vogel gefangen sein sollte. Das hier ist eine Falle, die etwas anders konstruiert ist, aus dem Landkreis Main-Spessart Anfang November letzten Jahres. Dort haben wir auch die Polizei vorbeigeschickt, die dann diese Falle schlussendlich konfisziert hat. Aber hier habe ich das mal, das müssen Sie jetzt nicht alles lesen, ich erzähle es Ihnen kurz, einen Fall, wo der Zeuge, die sich bei der Polizeidienststelle gerührt hat und gesagt hat, dass er eben diese Verstöße festgestellt hat, dass das Tierschutzgesetz mit lebendem Lockvogel verletzt worden ist, dass das Jagdgesetz verletzt ist, weil eben hier nicht der Jagdausübungsberechtigte aktiv gewesen ist und dass eben Greifvögel so nicht gefangen werden dürfen, gemäß Naturschutzgesetz. Die Polizei hat festgestellt, dass sie unterbesetzt ist und eben leider keine Zeit hätte, da jetzt vorbeizukommen. Deswegen hätte er dann lieber selber vorbeikommen sollen. Das war natürlich nicht sinnvoll. Der Zeuge hat dann unseren Kreisvorsitzenden informiert und der wiederum hat bei der Polizei angerufen und dann ist es tatsächlich doch gelungen, jemanden vorbeizuschicken, um diesen Fall aufzunehmen. Abschüsse sind durchaus noch weit verbreitet. In der Regel wird Schrotmunition verwendet, aber auch Luftgewehre oder Einzelkugelgeschosse. In der Regel wird so ein Abschuss oder ein Beschuss durch Röntgenbilder nachgewiesen. Manchmal ist es allerdings auch so, wenn man eben sehr kräftige, großkalibrige Waffen hat, dass man das Projektil nicht mehr findet. Aber man kann dann durchaus den Durchschusskanal im Röntgengerät noch nachweisen. Und so sieht das denn aus. Man sieht hier also unten rechts lauter Schrotkugeln in dem Vogel oder hier oben eben ein Projektil.
dass man eben doch sehr weit vorne dann noch sehen kann. Also das ist eine der Standarduntersuchungen, die jedes Mal gemacht werden, sofern man nicht von vornherein auf eine Vergiftung schließen darf. Ja, und hier sieht man, was ich vorhin noch mal gesagt hatte, dass eben versucht wird, manchmal eben auch Projekte möglich zu machen, indem man unliebsame Planungshindernisse wie diesen Rotmilan versucht zu vertreiben oder zu entfernen. Was wünschen wir uns denn von der Polizei? Zunächst, sie müssen diese derartigen Fälle ernst nehmen. Ich sage auch immer zu der Polizei, Leute, ihr wisst im Normalfall nicht genau, was ihr tun müsst. Das ist klar, ihr habt da fast noch nie mit zu tun gehabt. Und wenn euch jemand wegen einer Wirtshausschlägerei anruft, dann wisst ihr sofort, was zu tun ist, ist klar. Aber ihr dürft uns gerne fragen. Es gibt auch Kollegen in der Polizei, die sich wirklich sehr gut auskennen. Dann muss man sich halt einfach erkundigen. In jedem Polizeipräsidium pro Bezirk gibt es einen besser informierten bzw. speziell Fortgebildeten, den man dann auch fragen kann. Ich habe aber gemerkt, wenn man der Polizei ernsthaft erklärt, was da Sache ist, dann werden sie auch durchaus willig, was zu tun. Wobei der eine Polizist in Wendelstein meinte zu mir, wie, mit Gift? Da werde ich ganz sicher keinen Vogel sicherstellen. Ich werde doch kein Gift in meinem Auto transportieren. Sowas gibt es dann natürlich auch. Wir möchten der Polizei auch mitteilen, dass wir definitiv nicht möchten, dass es sich hier, dass sie das als Kavaliersdelikt behandeln, sondern dass es tatsächlich bei der Tötung oder Verletzung von hochbedrohten und geschützten Arten eine Straftat ist, die entsprechend geahndet bzw. verfolgt werden muss. Und wir bieten jederzeit Unterstützung an, wenn die Polizei uns darum bittet. Es hat zum Beispiel in Unterfranken eine sehr schöne Veranstaltung schon zweimal gegeben. Da hat die Regierung eingeladen, Ermittlungs- und Verwaltungsbehörden, die Staatsanwaltschaft. Und da durfte ich dann eben auch einen Vortrag halten. Wir haben darüber diskutiert. Und so haben eigentlich sehr viele den gleichen Informationsstand gehabt. Und wenn da irgendwas passiert, dann melden die sich schon, weil sie jetzt wissen, aha, da haben sie jemanden, den sie auch nochmal fragen dürfen. Oder Wasserschutzpolizei an der Donau stellt zwei Vögel sicher, 60 Kilometer Entfernung von Hippolstein. Die waren heilfroh, dass sie uns die Vögel abliefern durften und haben uns dann sofort auch das Aufnahmeprotokoll zur Verfügung gestellt. Also Unsicherheit heißt nicht, dass man nicht ermitteln muss, sondern man kann sich dann entsprechend auch an uns wenden. Was der Freistaat noch macht, ist in dem Fall dieser zwei Luchse, die dort gewildert waren, wo man die Pfoten gefunden hat im Bayerischen Wald, dass sie eine Belohnung ausgesprochen hatten, um die Täter zu ergreifen. Das ist leider dort auch nicht erfolgreich gewesen, aber auch so kann die Polizei reagieren. Im Landkreis Cham zum Beispiel, wo schon viele Fälle stattgefunden haben, wird zum Teil sogar schon mit Blaulicht zum Einsatzort gefahren. Und was die Polizei auf Bestreben des Vizepolizeipräsidenten von Niederbayern, Manfred Jahn, durchaus zugesteht, ist, dass man in solchen Fällen die 110 anrufen darf. Das ist also kein Missbrauch, sondern tatsächlich die Möglichkeit, die Polizei umgehend über eine bekannte Nummer zu rufen und damit den Ermittlungen auf den Sprung zu helfen. Es gibt da sogar Flyer, den Sie hier abgebildet sehen. Also das ist eine ganz vernünftige Aktion und das gilt nicht nur in Niederbayern, sondern bayernweit. Hier nochmal ein Fall, der uns leider, bei dem es nicht mehr möglich war, den Vogel zu bergen. Was Sie hier sehen können, sind Innereien wahrscheinlich eines Rehs, aber hier ein Rehlauf, der direkt neben dem Kadaver des Rotmilans liegt. Und was Sie hier sehen auf dem Rotmilan ist ein Satellitentelemetriesender mit Solarpanel. Wir haben über verschiedenste Ermittlungen bis nach Estland rausgekriegt, dass dieser Vogel von der Uni in Marburg besendet worden war, bevor er in der Nähe von Regensburg zu Tode kam. Wir haben über diesen Fall auch den Landesjagdverband informiert, der versucht hat, über seinen Bezirksverband Oberpfalz denn auch die Ermittlungen zu unterstützen. Denn ich meine, wer kommt sonst an Innereien und an den Lauf eines Rehs heran als ein Jäger? Es ist anzunehmen, dass hier auch ein Jäger seine Finger im Spiel hatte. Allerdings ist auch bei diesem Fall leider noch nichts rausgekommen. Ein besonders prominenter Fall, Sie sehen hier nur die Titelzeilen unserer Pressemitteilungen, betraf die langjährigen Ermittlungen gegen einen Luchswilderer im Bayerischen Wald. Der Mann wurde im September letzten Jahres
in Cham aufgrund von Indizien, die das Gericht in Cham, das Landgericht in Cham für ausreichend belastbar hielt, auch verurteilt zu einer Geldstrafe und zu den, zur Abgabe seines Waffenberechtigungsscheins und damit auch der Waffen. Der Mann ist in Berufung gegangen und in Regensburg nach dreitägigen Verhandlungen dann von diesem Vorwurf freigesprochen worden, beziehungsweise nicht freigesprochen, aber das Verfahren wurde eingestellt, weil man ihm eben auch nach Auffassung des Regensburger Gerichtes die Nachstellung nicht zweifelsfrei nachweisen konnte. Die Indizien waren offensichtlich nicht stark genug. Der Zeuge war auch etwas problematisch, aber es zeigte, dass dieser Fall die Polizei wirklich zu ganz intensiven Untersuchungen veranlasst hat, forensisch wie ja eben mit ballistischen und sonstigen Methoden, um diesen Täter zu überführen. Die Verfahrenskosten, die wir in der Höhe nicht kennen, müssen aber gewaltig gewesen sein und die muss normalerweise eben auch der Verurteilte tragen. Wir müssen aber auch feststellen, dass allein die intensiven Ermittlungen in diesem Fall dazu geführt haben, dass offensichtlich weniger Luchse verschwunden sind, unerklärlicherweise in Ostbayern, und zarte Hoffnungen bestehen dürfen, dass sich die Bestände wieder leicht erhöhen, und man muss hoffen, dass manche Leute tatsächlich gelernt haben, dass in solchen Fällen die Polizei auch keinen Spaß mehr kennt. Ja, so einen Fall hatten wir im letzten Jahr auch. Im November wurde ein Jäger in Rosenheim verurteilt, weil er an nicht genehmigter Stelle einen Biber mit einer Falle getötet hat. Das sah das Gericht als ausreichend belegt an und hat ihn entsprechend auch zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt. Das war spannend insofern, als der Jäger durchaus das Recht hatte, an anderer Stelle Biber zu bejagen, aber eben nicht an dieser Stelle, und deswegen war das illegal und wurde auch entsprechend geahndet. Jetzt zum Abschluss darf ich Ihnen noch die aktuelle Homepage zeigen, Tatort Natur, die wir gemeinsam mit der Luisoda-Stiftung zusammengestellt haben und mit einer Agentur, wo Sie alle Informationen nochmal gebündelt finden können. Wichtig, wenn Sie einen Tatort finden und melden wollen, können Sie das über diese Homepage und ein Meldeformular machen. Damit kriegen wir das unmittelbar auf den Rechner und können auch reagieren, haben dann alle nötigen Informationen. Das ist ganz wichtig. Natürlich sollte auch unbedingt die Polizei informiert werden, damit die Ermittlungen auch ordnungsgemäß abgehen können. Wenn Sie einen Verdacht auf illegale Tötung haben, gibt es dann auch eine Checkliste, die man sich durchgucken kann, was man eben machen und nicht machen sollte. Das kann man dann dort alles nachlesen. Wir haben dort auch Events. Leider musste vor zwei Wochen eine Tagung, die wir in Cham abhalten wollten, eingestellt, also Corona-bedingt abgesagt werden. Wir hatten dort wirklich hochkarätige Referenten, sogar einen Ermittler aus Spanien, der wirklich sehr viel und lange Erfahrung hatte, der uns dann auch aus seinen Erfahrungen berichten wollte. Leider konnte das nicht stattfinden. Wir möchten es aber auf jeden Fall die Tagung nochmal stattfinden lassen, zu einem Zeitpunkt, wo es dann wieder geht. Wir hoffen, Sie dann informieren zu können. Ja, und wie Anke schon gesagt hat, dieses Thema Tatort Natur, Naturschutzkriminalität ist auch ein Schwerpunkt des aktuellen Mitgliedermagazins. Sie können es dort nachlesen, letzte Woche erschienen. Da können Sie eben auch nochmal die Links sehen und die verschiedenen Informationen, die Sie gerade von mir auch bekommen haben. Ja, und damit möchte ich mich von Ihnen als Referent zumindest verabschieden. Für die Fragen stehe ich natürlich noch zur Verfügung. Und beende hiermit meinen ersten Online-Vortrag. Es war ein bisschen komisch, kein Publikum vor sich zu haben und die Reaktionen, aber auch das geht hin und wieder. Und insofern eröffne ich die Fragerunde. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andrea. Ihr Platz ist einfach stellvertretend für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und danke dir für diesen sehr spannenden Vortrag, der jetzt auch direkt schon zu einigen Fragen geführt hat.
Ja. Die erste Frage kommt von Oliver, der wissen will, wie lange es dauert, bis das Gift wirkt. Das war bei dem Teil über Capufuran, vermute ich. Ja, also dieses Gift kann, wenn es in größeren Mengen aufgenommen wird, umgehend wirken. Wir haben ja gesehen, dass zum Teil tote Vögel direkt neben dem Köder auf der Strecke geblieben sind, um das mal so jagdtechnisch auszudrücken. Oder dass man sogar noch im Schnabel den Teile des Köders oder des Fleisches findet, das vergiftet worden ist. Also das kann ratzfatz gehen. Es kann natürlich auch sein, wenn der Vogel nur wenig aufnimmt, dass er dann noch ein paar hundert Meter fliegt und dort verendet. Deswegen finden wir nicht immer Köder neben einem Kadaver, aber ziemlich oft doch. Also das heißt, im Normalfall wirkt es umgehend. Danke. Die nächste Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, wie man auch als Privatmensch effektiv diesen furchtbaren Aktionen präventiv entgegenwirken kann? Das gibt es ganz sicher. Wir machen, nennen dieses Projekt ja auch Naturschutzkriminalität dokumentieren und stoppen. Durch viel Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere auf regionaler Ebene, versuchen wir einfach so viel Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erwecken, dass es eine Art soziale Kontrolle gibt. Wir haben jetzt schon mehrfach Fälle gehabt, wo Leute davon gehört haben und dann jemand gefragt haben, von dem sie glauben, dass er sich besser auskennt, ein Jäger, ein Förster, aber eben auch LBV-Mitglieder oder Kreisgruppenvorsitzende, die dann informiert werden und die dann das Richtige tun können. Im Zweifelsfall ist es auch so, dass jemand dann anruft und sagt, boah, ich Capufuran, da bin ich ja ganz hellhörig geworden, das habe ich doch auch schon mal gehabt. Und so verbreitet sich einfach die Kenntnis und die Möglichkeit, Leute dabei auch vielleicht mal zu erwischen, wenn sie solche Köder ausbringen oder eben auch noch mehr Fälle genannt zu bekommen. Das ist ja, wie wir gesehen haben, noch relativ wenig, was man mitbekommt. Aber alleine jetzt in den letzten 2 Monaten waren es fast 10 Fälle. Das ist ja schon doch eine ganze Menge. Und wir bemühen uns, wirklich eine vollständige Dokumentation zu machen, um einfach einen Blick dafür zu erhalten, wie umfangreich dieses Problem überhaupt ist, aber eben auch, um die Bevölkerung davon zu informieren, dass es hier beileibe nicht um irgendeine Harmlosigkeit geht, sondern dass es durchaus gefährlich ist, mit diesen Ködern oder mit diesen Stoffen umzugehen. Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Stichwort. Da hake ich kurz ein, weil sich mir jetzt die Frage stellt, um unsere Aktiven bei der Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema zu unterstützen, was gibt es da an Materialien? Wir haben die gezeigte Homepage, wir haben aber auch einen eigenen Flyer, den man bestellen kann, der eben auch von der gleichen Agentur gemacht worden ist, im gleichen Layout. Da sind alle wesentlichen Informationen enthalten und den können Sie sich gerne bei uns bestellen. Aber die Homepage ist natürlich in heutigen Zeiten ein zentrales Medium. Wir haben im Übrigen auch die Möglichkeit, über unsere Newsletter Informationen auch online zu verschicken. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man sich informieren kann. Im Zweifelsfall, wenn wirklich noch Fragen offen bleiben, dürfen Sie natürlich auch gerne bei der Franziska Bauer oder mir anrufen. Ja, danke. Die nächste Frage ist von Peter. Gibt es Fälle auch in Ober- und in Südostoberbayern? Ja, wir hatten vor 2 Jahren, glaube ich, den Fall dieses Luchses Alus, der in Berchtesgaden bei Baggerarbeiten gefunden worden ist. Das war insofern sehr traurig, als es seit langem mal wieder ein Luchs war, der nach Bayern, nach Oberbayern eingewandert ist in die Alpen und dann dort offensichtlich getötet worden ist. Wir haben keinen verlässlichen Überblick, was in Oberbayern alles passiert ist in aktuellen Zeiten. Es gibt auch Naturschutzbehörden, die meinen, ja, bei uns haben wir sowas ja noch nie gehabt. Das ist mit ziemlicher Sicherheit einfach Unkenntnis dessen, weil es noch nie ermittelt worden ist. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass es sich hier bei diesem Thema um ein flächendeckendes Problem handelt. Also Fälle in Pfaffenhofen hatten wir, wie gesagt, oder in Ingolstadt oder in den Landkreis Eichstätt. Das ist einfach nicht vorhersagbar, wo sowas auftritt. Ja, danke. Die nächste Frage von Peter. Wer sind die Täter? Jäger, Wilderer, schwierige Menschen?
Manchmal alles drei zusammen. nein, wir müssen ganz klar sagen, ich hatte es ja vorgestellt, also wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Täter in Jägerkreisen zu suchen sind. Das sind wirklich nur Einzelne, aber eben die machen einfach der Zunft der Jäger auch ganz erhebliche Probleme. Und wir wissen auch aus Foren von Taubenzüchtern oder von Geflügelhaltern, dass die einen richtigen Brass auf Greifvögel haben und aus ihrem Hass auch wirklich kein Hehl machen. Und in diesem Täterkreis werden diese Täter einfach zu suchen sein. Danke, Andreas. Eine andere Frage von der Veronika. 2020 wurden laut Tabelle Vögel bei Verdacht auf Vergiftung nicht untersucht. Wie kommt das? Werden nicht alle untersucht oder sind nur noch keine Ergebnisse da? Teilweise sind noch keine Ergebnisse da, das ist richtig. Wir hatten einen Fall in Eicherfriedberg, wo der Vogel einfach verschwunden ist. Da hat die Polizei keine Untersuchung veranlasst. Das ist tatsächlich nicht zulässig und da müssen wir auch nachdrücklich hinterher sein. Der Fall in Schwabach bzw. Wendelstein bei Nürnberg hat auch interessante Aspekte gehabt. Dort hat die Polizei zwei Vögel eingeschickt an die Landesanstalt für Gesundheit in Erlangen. Die haben im Schnabel und im Kopf nichts gefunden, haben aber den Vogel nicht aufgemacht. Und das muss jetzt dann halt ans LKA geschickt werden. Das dauert dann ewig, bis da mal ein Untersuchungsergebnis rauskommt, teilweise 4 Wochen. Im Bestfall, wenn man an die LMU geht, können wir in 2 Wochen mit einem Ergebnis rechnen, sofern man nicht von vornherein schon auch sieht, dass es sich um eine Vergiftung handelt. Wenn man unsicher ist, muss man aber im Normalfall das Ergebnis abwarten. Wir haben an diesen Fall da bei Dinau gehabt, wo wir den besenderten Rotmilan leider eben nicht belegen konnten, weil der Vogel einfach nicht mehr auffindbar war oder dass wir die Fälle viel zu spät gemeldet bekommen haben, dass die Tiere schon verwest waren. Also da gibt es eine ganze Menge Gründe, warum eben ein Ergebnis nicht gebracht werden kann. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir schnellstmöglich informiert werden, um eine Untersuchung zu veranlassen. Ja, danke. Die nächste Frage ist an Andreas, der sich kurz stärkt. Wäre es sinnvoll, über Tierärzte, bei denen vergiftete Haustiere behandelt und gemeldet werden, Fälle gemeldet zu bekommen und Öffentlichkeitsarbeit zu machen? In der Tat, also wenn jemand eine Vergiftung bei seinem Hund oder seiner Katze feststellt und behandeln lässt, wäre das wichtig, uns zu informieren. Klar, es kann auch mal Rattengift sein oder sowas, was irgendwie unsachgemäß ausgebracht worden ist. Aber im Zweifelsfall wäre es schon gut, wenn wir da Informationen bekämen. Und tatsächlich dieser Fall dieses Eis in Landshut war ja eben auch von einer Hundebesitzerin mitgeteilt worden, die extrem sensibel war dafür. Oder in Wendelstein, wo eben der Hund 2 Tage bevor die Greife gefunden wurden, sich vergiftet hatte und dann eben noch gerettet werden konnte. Im Altmühltal letztes Jahr war es genauso. Also das ist eine ganz gute Möglichkeit, sich über solche Fälle zu informieren und davon einfach Kenntnis zu erhalten. Ja, jetzt haben wir noch zwei Fragen zu speziellen Orten und Taten dort. Und zum einen ist die Frage, hat die Polizei in Neustadt den Bussard untersuchen lassen und wurde in Eichach die Polizei eingeschaltet? In Eichach wurde die Polizei eingeschaltet, um gleich diesen Fall aufzugreifen. Und das war der eine Fall, wo eben dieses Corpus Delicti einfach verschwunden ist und nicht weiter untersucht worden ist. Im Normalfall müsste man eigentlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde einleiten, weil das geht überhaupt nicht, dass hier eine potenzielle Straftat quasi nicht entsprechend verfolgt wird. Und in Neustadt-Aisch war es so, dass also ein Bussard, ein Rotmilan und ein Fuchs auf dem Acker fotografiert worden sind. Mit höchstwahrscheinlich, also sehr in der Nähe voneinander. Und wir müssen davon ausgehen, dass sie vergiftet worden sind. Aber es wurde keine Anzeige erstattet. Und das vierte Tier, was wir dann gefunden haben, war ein Bussard, der schon fast verwest war, auf dem auch die Maden rumkrochen. Und das ist übrigens ein ganz interessantes Indiz. Wenn es Fliegenmaden gibt, die auf einem Kadaver herumkriechen, der vergiftet worden wäre, dann wären sie tot. Also die könnten dann nämlich nicht mehr kriechen, weil das Insektizid ja auch gegen sie wirkt. Also da kann man von ausgehen, wenn sich Insektenlarven oder Aaskäfer
auf dem Kadaver bewegen, dann dürfte sich es im Normalfall nicht um eine Vergiftung handeln, wenn nicht andere Indizien dafür sprechen und sie noch nicht vorgedrungen waren, zum Beispiel bis zu dem Punkt, wo dieser Köder eingebracht worden ist. Danke. Wenn es noch Fragen gibt, bitte ich Sie, jetzt zu schreiben, denn jetzt ist noch eine Frage offen. Wenn es weitere gibt, nutzen Sie die Gelegenheit, tippen Sie sie jetzt ein. Die Frage, die wir jetzt noch haben, ist, was ist mit dem Wolf? Der Wolf ist sicherlich irgendwann auch mal Opfer von Naturschutzkriminalität. Bisher haben wir das noch nicht, zumindest aktenkundig. Es gab ja mal einen Wolf vor, ich glaube, 4 Jahren oder 5 Jahren im Mangfallgebirge, von dem berichtet wurde, dass er jetzt in den ewigen Wolfsgründen beziehungsweise auf dem Grunde des Innen weilt, nachdem er 1 Jahr lang stationär in diesem Gebiet gewesen ist. Den muss wahrscheinlich jemand erschossen haben. Das wird zumindest auch kolportiert aus Wirtshauskreisen. Wir haben aber ansonsten bisher keine illegalen Entnahmen in Bayern gehabt, zumindest keine, die bekannt geworden sind. Allerdings aus Jägerkreisen wird natürlich ganz viel berichtet, dass man längst nicht alle Vorkommen wüsste, dass die Wölfe sich sonst wo rumtrieben und man ihnen dann schon zeigen würde, wo sie hingehören. Es wurden auch Abschüsse gefordert, natürlich, als der Wolf im Allgäu unterwegs war. Aber wie gesagt, dass einer tatsächlich mit Schussverletzung oder in einer Falle gefunden wurde, ist bisher zumindest nicht belegt. Danke, Andreas. Jetzt sind keine weiteren Fachfragen. Was jetzt noch kommt, ist Lob und Dank. Auch im Chat, vielen Dank. Dem kann ich mich nur anschließen. Danke auch. Ja, man merkt einfach bei dir die viele Expertise, die langjährige Beschäftigung mit diesen Fragen, die ja wahrlich nicht immer angenehm sind. Und wir haben auch diesen Vortrag aufgezeichnet für alle, die jetzt nochmal nachhören möchten oder nicht komplett dabei sein konnten. Das wird wieder im LBV Intranet zu finden sein. Und der nächste Vortrag steht auch vor der Tür. Am kommenden Dienstag, wieder um 19 Uhr, haben wir zu Gast den Franz Beierlein, Professor Franz Beierlein, der LBV-Beiratsmitglied ist und über Zugvogelschutz sprechen wird. Ja, abschließend bleibt mir nochmal der Dank an den Andreas, der Dank an unseren René für die technische Unterstützung, der Dank an die Lucia für den Einspieler und das Vorträge aufbereiten fürs Intranet und der Dank an die Moderatorin. Danke. Und einen schönen Abend noch allen. Genießen Sie den Sonnenschein, der jetzt noch draußen herrscht. Bis bald. Tschüss. Ciao.